Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 3 und wir müssen das jetzt hier nochmal machen. Das Lustige hier mit dem... Und gucken, dass die uns nicht gleich wieder wegholen hier. Hier die Guten. Ziele auf dem Gehweg links. Da ist der Gute mehr. Und der Ingame-Sound ist mir zu laut. Darum stelle ich den hier mal kurz runter. Optionen. Der war zwar gestern gleich, aber... Ich hab's auf dem Headset lauter Daumen. Sollte es aber so passen dann. So passt so. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass man hier wirklich. Oh, hallo, Herr Kollege. So, aufpassen. Jetzt nehmen wir das MG und bitte nicht wieder. Nicht wieder. Ey, das gibt's doch gar nicht. Ich nehme das MG so wie es da steht und sterbe einfach. Einfach konkret gestorben. So, jetzt passe ich aber auf. Jetzt gehe ich, renne ich noch nicht direkt zum MG. Jetzt gucke ich erstmal ein paar da unten ausschalt, damit die mich nicht gleich wieder wegholen, ey. Das regt nämlich ein bisschen auf. Ja, also probieren wir es nochmal. Also. Diesmal werden wir es aber schaffen. Zumindest hoffe ich das. Ja, ja, ihr mit eurem Kleinwaffenbeschuss könnt mich jetzt mal. Ja, und jetzt bleibe ich erstmal hier unten und gucke. Da ein paar wegholen. So. Ich habe ich. Da oben ist auch noch. Da ist auch noch einer. Mal auf. So, ich renne jetzt noch nicht direkt zu dem Ding. Ne, ich nehme nicht, noch nicht das LMG, weil ich weiß sofort, dass die selber für die okay, jetzt macht's mal. Zumindest vorsichtig. Langsam. Genau, und die wollen mich jetzt hier wegholen. Die Herren, die wollen mich wegholen, das weiß ich. Wir sind hier nach hinten. Und geh ganz vorsichtig zum LMG. Ganz vorsichtig. Für den hätten wir auch. Da hinten ist noch einer. Da sind auch noch ein paar Herren und ich schmeiße einfach mal eine Granate. Oh, ich könnte ja auch die Sniper nehmen, fällt mir da so ein. Fällt mir da so ein. Ich gehe jetzt mal langsam und sicher weiter nach vorne. Und da ist irgendeiner mit so einer Scheiß. Der da. Und den haben wir jetzt. Ach du Scheiße. Und jetzt nehmen wir das Ding. Ganz schnell. Okay, okay, ganz schnell nach hinten wieder. Und jetzt spreche ich einfach die ganze Scheiße in die Luft. Ich hau jetzt voll auf das Auto drauf und alles. Jetzt schnell nachladen, weil das darf jetzt echt gar nicht mehr schief gehen. Wir sind jetzt hier schon so gut in... Ziehen sich zurück, gut. Wir haben es geschafft. Zumindest hoffe ich das. Ja, wir gehen jetzt mal nach da hinten. Probieren wir es. Hier auf E, auf das Ding drauf, ne? Das wird jetzt auch lustig. Das wird jetzt aber lustig, ja. Was sind die? Hallo! Ja! Ey, wieso sind die nicht gestorben? Fail! Alter! What the fuck? Was geht hier ab? Ich kann nicht raus! Scheiße! Was geht hier ab? What the... Alter! Okay, nicht so ideal. Ach du... Scheiße. Ja. Tja, da sind wir wohl am Boden. Mission, Aufstand. Wenn es dunkel ist, muss das noch lange nicht heißen, dass deine Gegner dich nicht hören können. Oh ja. Da sind wir mal gespannt auf die Mission Aufstand. Was gibt es denn da für einen Aufstand? Ha, da stehen wir bestimmt wieder auf, weil wir jetzt gerade hingefallen sind. Ha, 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 lustig. Sie behaupten also, Sie waren nach dem Erdbeben bewusstlos. Ja, Sir. Sparen Sie sich das, Sir, das wird Ihnen nicht helfen. Weil Sie mich so oder so foltern werden. So arbeiten wir nicht mehr. Jetzt lassen wir Sie einfach von der Bildfläche verschwinden. Ganz toll. Wie lange waren Sie bewusstlos? Die Sonne war untergegangen, als ich zu mir kam. Da war ein Funkspruch. Wie lange genau? 6 Stunden 8. Das ist wichtig. War das ein Zug? Konzentrieren Sie sich auf die Frage, bitte. Ich war noch ziemlich benommen, als ich mich rauszog, deshalb weiß ich es nicht. Und es war dunkel. Als Sie sich rauszog, waren Sie begraben?
Ich konnte etwas erkennen. Sie sagten doch, es war dunkel und Sie waren angeschlagen. Machen Sie sich lustig über mich? Wir sind nur zum Vergnügen hier, Sergeant Blackburn. Unterhalten Sie uns. Na los. Wenn Sie das sagen. Es war also dunkel und Sie waren angeschlagen. Und nach dem Beben sahen Sie etwas. Was war das? Ja, was war das? Das werden wir jetzt gleich erfahren, wahrscheinlich. Ach, du Scheiße. Oh, andererseits habe ich eine bessere Idee. Ich lasse sie wählen. Wen? Was denn wen? Oh, kommen Sie. Was ist? Leben oder sterben? Leben oder sterben? Oh, im See. Ach du Scheiße. Na, das kann ja heiter werden. Ach, erstmal hier befreien. Jetzt mal hier begraben. In der Iran-Irak-Region. Okay, haben wir irgendwo noch eine Waffe vielleicht? Ja, gerade nicht. Ja, doch, ein Messer hätten wir. Gehen wir mal lieber geduckt. Ach du Scheiße, hoffentlich sehen die uns nicht. Das wäre nicht von Vorteil. Ich gehe hier lieber geduckt. Verstecken wird als Angriffshandlung eingestuft. Warum wird das als Angriffshaltung eingestuft? Frage ich mich. Die PLA bietet allen amerikanischen Soldaten Katastrophenhilfe. Ja, das glaube ich schon selber nicht. Die bieten uns hier gar nichts an. Die wollen uns wahrscheinlich töten. Kommt raus! Verstecken wird als Angriffshaltung eingestuft. Das ist mir egal. Hier gehen wir mal in die Bauchlage. Ich bin mal gespannt, was hier wieder los ist. Die PLA bietet allen amerikanischen Soldaten Katastrophenhilfe an. Ach du Scheiße, eine Ratte. Kann man die... Oha, ouch, ouch. Boah, miese Ratte. Die PLA bietet allen amerikanischen Soldaten Katastrophenhilfe an. Zack, die Ratte muss dran glauben. Na lecker. Und pass mal auf. Kommt raus. Verstecken wird als Angriffshandlung eingestuft. Das ist mir relativ egal. Leise öffnen. Ach du Scheiße. Zu denen soll ich mir jetzt hier... Den soll ich erstechen oder was? What the... Den hab ich schnell... Ja sicher, das war jetzt fail. Ich sterb so oft auf normal. Liegt vielleicht daran, dass ich diese Normalstufe nicht gewohnt bin. Und der hat mich einfach ratzfatz erwischt. Aber normalerweise im Multiplayer messert man auf F. Da stand jetzt was anderes dran. Naja. Probieren wir es einfach nochmal. Auf was? Auf linke Steuerung. Hat der gesagt. Ach, linke Maustaste. Oh nein! Ja sicher, komm. Ey, das ist doch scheiße. Genau da, wo ich es drückt, wird das sich oben. Ja, sorry, dass ich hier gerade ein bisschen faile, aber wir müssen ja zum Glück nicht nochmal die ganze Mission spielen. Das ist, hat hier den Vorteil. Ey, das regt mich auf. Immer wenn ich aufnehme, fail ich. Das ist bei mir, da müsst ihr einfach mit klarkommen. So, jetzt hier nimm's. Ja, Multiplayer-Mess hat man anders, aber scheint den Entwicklern hier egal zu sein, dass sich Leute, die sich an den Multiplayer gewöhnt haben, jetzt halt das anders machen. Naja. Scheinen die Entwickler nicht für wichtig zu halten. Wo der andere jetzt war, will ich... Komm raus. Also du. Boah, die Waffe geht mal übelst ab hier, die AKS. Mit Schalli und Rotpunkt und Cobra meinte ich. Und die geht mal richtig geil ab. AEK hätten wir hier auch noch. Nehmen wir die mal. Eine AEK, wie ist die? Boah, die ist richtig okay. Die nehme ich auch mal im Multiplayer.
Haha. Ja, da guckt er, ja. Da guckt er. Sonst noch irgendwelche Gesellen, die von uns auf den Sack bekommen wollen? Ich hoffe es mal nicht. Ja, Shotguns haben wir ja auch, aber ich nehme jetzt mal die AK. Perpika. What the fuck, was geht hier wieder ab, ey? Ach du Scheiße, ein Gegner. Beweg mich jetzt lieber mal langsam. Ich hau die dann von hinten um. Meine Freunde hier. Nein, 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 das gibt's nicht. Ich war hinter der Wand. Ich war hinter der Wand. Okay, das sagt man im Multiplayer auch immer, aber anscheinend war ich nicht ganz hinter der Wand. Naja. Ich sag mal, heute ist Sterben angesagt. Wenn mir kein besserer Name für die Folge einfällt, dann nenne ich sie vielleicht so, mal schauen. Sicher, jetzt darf ich wieder hier anfangen. Ey, das regt mich jetzt aber auch auf. Zack, leck mich. Mal sehen, was wir jetzt, ob wir jetzt wieder die Waffe bekommen. Ja, bekommen wir. Was du jetzt von mir wolltest. Also normal aimen die nochmal um einiges besser hier. Die Herren Gegner. Da muss ich mich schon wie Multiplayer bald mal bemühen. Fast. So, komm raus. Aber die sterben auch dafür schneller. Ich muss gar nicht immer für ein volles Magazin verballern. Also ich kann hier schön... War da noch einer? Ja, noch keiner. Okay. Jetzt war wirklich keiner hier. Okay. Dann gehen wir halt nochmal weiter. So, die hier. Oh, da war aber noch einer. Ach du Scheiße, komm ich ja gar nicht mehr weiter. Ja, mal sehen, was hier wieder. Ach du Scheiße. Aber den lege ich mich lieber nicht an. Vielleicht kann ich die auch irgendwie umgehen. Ja, fast noch schöner. Ja, aber sonst schießen wieder alle auf mich. Ich die jetzt hier aber so schön umschleiche. Dann bemerkt mich vielleicht keiner. Muss ich ja nicht hier auf jeden schießen. Mal gucken, ob die Herren Kollegen kommen. Woher der Herr Kollege weiß, woher die schon wieder wissen, wo ich bin, das finde ich ein bisschen unrealistisch. Und Leute, nein, 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 das gibt's nicht. Also normal ist wirklich andauernd Sterben angesagt. Das ist wirklich, da bin ich froh, dass man dann relativ da wieder weitermachen kann, wo man war. Und ich hoffe, ich muss jetzt nicht wieder den Messer. Ja gut, muss ich nicht. Wäre auch blöd gewesen. Also die Speicherpunkte sind eigentlich ganz gut. Ja, ich versuche jetzt trotzdem erstmal drumherum zu schleimen. Dann kann ich die vielleicht doch so in einzelnen Abständen ausschalten. Ganz vorsichtig. Vielleicht kann ich mich aber auch so dran vorbeilümmeln. Probieren kann man es ja mal. Einfach mal nur so spaßeshalber. Dass der nicht bemerkt, dass so ein Licht auf ihm ist, ja. Oh ja, sie habe ich gehört. Oh ne, und jetzt leckt mich, Leute, leckt mich einfach. Ja, leckt mich doch am Arsch, die sind da drinnen. Nein, stirb. Oh, das war eng. Meine Freunde, das war eng. Und wo die schon wieder her schießen, will ich gar nicht wissen. Schießen die denn her? Ich sehe die gar nicht. Und da ist einer. Den hätte ich auch. Aber da schießt doch auch einer die ganze Zeit. Immer noch. So, hier. Ja,
der her schießt. Jetzt nehmen wir mal die Shotgun. Mit der kann ich die besser wegheimsen, ja? Die Kollegen. Nein, da hinten aber nicht. Einfach reinrushen. Nein, das kann nicht sein. Also hier ist wirklich dauerhaftes Sterben. Ich glaube, bin schon 5-mal allein in der Folge gestorben. Ich bin einfach irgendwie ich habe das Ding im Singleplayer durchgezockt und bin so gut wie nie gestorben. Ich weiß auch nicht. Das ist wirklich hier echt schlimm. Immer Aufnahme, das regt mich auch irgendwo auf, weil ich spiele ja gleich wie sonst. Oder wird man einfach dadurch schlechter, dass man so... Ich bin ja auch gar nicht angespannt oder so, also von dem her. Ach, jetzt kommt Leute, leckt mich doch am Arsch hier. Und ihr da hinten auch gleich mit, ey. Du stirbst. Du gehst auch drauf hier hinten. Hier geht's mal alle drauf. So, du gehst auch drauf. Oh, oh. Nein, ihr geht auch drauf, meine Freunde. Ah, der lebt noch. Du lebst noch? Jetzt nicht mehr. So, ihr wart da hinten auch noch. Werdet da auch noch eine Runde bekommen. Für euch habe ich gleich eine Granate. Ist gut, wenn man schon weiß, wo die Gegner sich ungefähr aufhalten. Kommt da noch einer? Nö. Ach doch, schau mal. Guck mal, da war sogar noch einer. Nein, ich nehme jetzt keine Shotgun. Ach, den habe ich jetzt durch die Granate auch gleich mit eliminiert. Wie praktisch. Du Scheiße. Ach, du Kacke. Kann ich hier durch? Hallo? Hallo? Wie soll ich mich hier durchschlagen, wenn ich nicht weiß, wohin es geht? Unser Ziel ist Besani. Nein, eine Granate. Okay, Leute. Wo war der andere? Da war doch noch einer. Kann er mal? K? Nicht, behalt die mal. Da geht's wieder weiter. What the? Ach komm, ich dachte schon, wir sind schon wieder tot. Das ist natürlich extremst blöd. Ach du Scheiße. Sonst noch irgendwelche Gesellen? Ach du Kacke. Und ja, die werden sowieso weggeholt von den netten Hosts, die sind hier ein bisschen Arbeit verspart. Ist ja lieb von dem Haus. Geh zum Öffnen. So, Alter. Ach, der Herr lebt noch. Der Herr lebt noch. Ja, jetzt nicht mehr. So, wie ist die AKS? Was hat die für Aufsätze? Ja, die hat keine. Aber die hat mehr Muni. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. AIK, okay, dann nehmen wir dann doch eher die schöne AIK. Und da passen wir jetzt lieber auf. Ah, schnell, schnell. Kann ich hier durch? Ah, die Folge wird schon wieder länger, aber es ist gerade... Keine Boah. Bewegung, du Pisser, Hände hoch! Heilige Scheiße! Blackburn, was bin ich froh, dich zu sehen. In etwa 30 Minuten muss hier jeder selbst sehen, wo er bleibt. Komm, wir verpissen uns. Okay, mach mal. Dann folge ich jetzt noch dem Guten und dann wird die Folge beendet. Misfit, hier Misfit 1-3. Ich glaube, ich bin fast beim Sammelpunkt. Ohne diese Scheißgebäude wirkt die Stadt gleich ganz anders. Ja. Muss ich hier noch irgendwas erledigen oder so? Ich hab dich hier. Komm. So durch. Ja, ich bin schon durch. Ich bin irgendwie zu schnell für das Spiel, habe ich so das Gefühl. Laut Milnet gibt es in der ganzen Stadt Krawalle. Oh. Nein, wir wollen da hin. Daher. Bis vorne.
gesponsert von unserem freundlichen Nachbarn, der PLA. Ich bin zu schnell für das Spiel. Ja, wir müssen immer noch folgen. What the hell? Was zur Hölle? Nein, ich werde schon wieder angehittet und mit diesem Tod beende ich jetzt auch die Folge. Da ich wirklich hier... Diese Folge ist das reinste Absterben. Ja, ich weiß auch nicht. Voll die schöne Fail-Folge. Naja, sind wir immer ein bisschen weitergekommen. Das ist ja auch nicht schlecht. Reicht ja. Ich glaube, die meisten, die Spiel-Let's Playen, sind nach der zweiten Folge noch gar nicht so weit, weil ich ja die erste so Überlänge gemacht habe und die jetzt auch ein bisschen. Und ja, darum bis zum nächsten Mal. Euer Blob. Ciao.